Leute, wir sind wieder da bei Let's Play Stellaris. Im letzten Part hat unser toller Obsidian Democratic Consensus mal eben so einen beschissenen Krieg angefangen, der mir total am Sack geht, weil er damit das gesamte Gleichgewicht auseinanderbringt quasi. Da verarsche ich mich schon wieder. Hat seine Flotte geteilt oder ist die unterwegs einfach so gestorben? Und jetzt ist wieder mehr geworden. Den zieht es auf jeden Fall nach Norden. Das heißt, die halten sich wenigstens daran, dass sie nur oben Scheiße bauen wollen. Okay. Bleibt die Frage, was machen wir da jetzt am dümmsten? Wir können uns hier den Kampf auf jeden Fall anschließen. Vor allem, wenn er so eine riesige Flotte jetzt gerade aufkreuzt. Wir könnten auch seine eigenen Welten hier angreifen, aber was habe ich denn davon? Na, ganz ehrlich. Davon habe ich doch gar nichts. Aber der will weiter nach Norden, nehme ich mal. Naja, klar, der zieht es nach Norden. Der wird hier wahrscheinlich... Also, kommt er nicht, aber irgendwo hier wird er herumhängen. Ja. Wo habe ich denn eine Station aufgebaut? Hier. Dann gehen wir dahin und sammeln dich erstmal. Ich möchte erstmal genau gucken, was da jetzt genau los ist. Weil die Obsidians können sich gegen die Hierarchie nicht wehren. Sind zu stark. Und ich bin zu langsam meiner Flotte. So, mein Freund, wir haben auch eine Rechnung offen, nicht wahr? Ich frage mich, ob du jetzt rechtzeitig verpissen kannst. Ich glaube ja nicht. Was ein idiotischer Krieg einfach nur. Weißt du, du hast da ein Riesenproblem am Rande der Galaxie, ja? So was zeigen, dass sie alles vernichten wollen, was ihnen begegnet. Und dann kommst du auf die geniale Idee, dass die beste Möglichkeit, sich davor zu schützen, ist, sich auszubreiten, wenn man eine andere Riesenkoalition angreift. Weißt du, wenn es nicht eine kleine Koalition gewesen wäre, würde ich sagen, okay, mach ruhig, ne? Und ja, ich habe nicht gesehen, dass der Rest da eben nicht verwundet werden, das hätte ich gar nicht zugestimmt. So, Freundchen, jetzt bist du ein bisschen zu langsam, wa? Und komm nicht auf die Idee zu sagen, ich verpiss mich mittendrin, ich meine, ich habe Sachen dafür, die es verhindern. So, jetzt geht es der Buttway weiter. Jetzt bin ich sauer. Jetzt wird erstmal deine Flotte so richtig fett auseinandergenommen. Siren States, ist klar, Syrer oder was? Station under attack. Situation log updated. So, ich hätte mal spontan sagen, die sind nicht mehr da. Und da kommt die nächste Flotte und da greift mein Zakaunus-Sektor an. Das ist seine Hauptwelt. Das kann er mal voll vergessen. Jetzt muss ich ihn kaputt machen. Gar nicht mal so weit weg. Bitte die Trümmer erforschen. Das sind nämlich meine Trümmer und ich möchte wissen, was sie für Waffen benutzen. Ist schon dreist, einer meiner wichtigsten Welten anzugreifen, ne? Um sich direkt zu verpissen, wie so ein kleiner Arsch. Ach, das sind die Siren States. So. Jetzt los. Ja, das war klar. Mich wundert es aber, dass er die Hegemonie jetzt hier angreift. Wobei, es macht Sinn. Habe ich gleich auch mal erwähnt gehabt, dass es Sinn macht, dass er die Hegemonie jetzt angreifen will. Was geht mit ihm ab? Jetzt ist er ein Kind, ne? Jetzt macht er noch mehr Scheiße. Marschiert noch weiter. Es geht mir so auf den Sack, dass so eine kleine Pupsflotte irgendwo rumeiert. Und ich sie erstmal nicht aufhalten kann. Und
Und am liebsten würde ich einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, ich gehe raus aus dem Krieg, aber ich bin ja Bündnispartner und so, ne? Ja gut, ich könnte versuchen, sie anzulocken, wenn ich was anderes angreife, aber das klappt ja auch nicht so richtig. So, hier ist Hierarchie mittlerweile angekommen. Genau da. Ja, tut erstmal den Tide of War ein bisschen ändern. Und ich lasse mich hier mit so einer kleinen Pupsflotte hier verarschen. Das macht doch was mit Absicht, der Typ. Das heißt, er springt jetzt einfach nur einen höher, ja? Aber ich kann doch sogar sehen, wo er hinspringen will. Der springt nach Norden. Ne, so viel Reichweite scheint er nicht zu haben. Wo will er hin? Das kann man sehen. Nee, will er nicht hin. Hä? Das kann man eigentlich sehen, wo er hin will. Man sieht hier die Spuren davon. Station under attack. Das ist wieder Ilex. Hohoho, böser Fehler, meine Wurmerschützen anzugreifen. Nicht, dass es mich interessieren würde. Ich habe mehr als genug auf den anderen Seiten, dass es hier weggeht. Aber man kennt ja den Typen hier. Der tut mir jetzt, dass ich direkt wie verpissen. Research complete. Das wäre so typisch, ey. Der Verstand ist vielerlei Hinsicht eine Reflexion des Universums selbst. Eine Art Mikrokosmos. Zu dieser Einsicht mögen nicht alle Spezies gelangen, aber der Verstand ist eines der größten Werkzeuge als alle anderen. Gut, haben wir das schon mal. Oh, Grenzkommissare wäre ziemlich cool, wenn wir das machen würden. Ja, und scheint momentan noch das Fünfte zu sein, was wir machen können. Der will hier rüber. Ist wahrscheinlich hier hin. Oder nach da? Normalerweise sieht man es ja, wie gesagt. Ich würde sagen, der will da hin. Korrekt. Trotzdem nicht zu langsam, weil er direkt wieder weitermacht. Sonst weckt er jetzt in seinen eigenen Sektor wieder raus. Debris analyzed. Fortschrittliche Nachbrenner, Schildkondensatoren, Prognosealgorithmen und Schilder allgemein. Ja gut, in seinen Sektor verfolge ich ihn mal nicht. Ich weiß nicht, was ich damit lostreten könnte. Und ich vermute mal, jetzt wo die Hierarchie da oben rumeiert, sieht ein bisschen scheiße aus wie die Koalition. Und ich hänge da in meiner Hauptflotte gegen so kleine Pupper rum. Muss ich auch erst mal vorstellen, was hier gerade genau passiert, ne? Ah, repariert schon, okay. Construction complete. Ei, ei, ei. Was machen meine Koloniewelten eigentlich so? Es machen sich direkt die Bokascheran da breit. Na, wundervoll. Quatsch. Ich will den Raum mal verbessern. Wir müssen erstmal den Standard-Scheiß alles machen. Das haben wir... So, jetzt die Frage, was machen wir? Wir brauchen auf jeden Fall Nahrung. Nahrung gibt es hier ziemlich selten, das heißt, wir müssen uns leider eins von diesen hier abbemühen. So. Holy shit. That escalated very quickly hier. Hier müssen wir auch irgendwo ein Feld mit Nahrung voll clustern. Als Cluster. Darf ich bitte mal sehen, was es kostet? Danke. Das kostet nämlich 50 davon, das will ich nicht ausgeben. Also nutzen wir jetzt lieber die Nahrung, die es hier gibt. Ja.
Was haben wir hier? Auch schon bei 0 mit der Nahrung. Aber hier haben wir wenigstens ein Nahrungsfeld allgemein. Und hier können wir es auch benutzen. So. Bin ich mal gespannt, wo er wieder angreift. Wir sind wahrscheinlich wieder hier unten zuerst. Ach nee, wir hatten jetzt die vernichtet. Die Spyron Cells sind auch da. Das da waren die Typen, die mir ihren Sack gingen. Na dann. Hauptsache, ich habe eine kleine Pupsorte vernichten können. Gibt's hier aufs Maul? Hier gibt es gleich aufs Maul. Und die gute Beldros liegt, zieht den Kürzeren. Und wird mir eben so die gesamte Flotte verlieren. Dafür aber auch wird die Hierarchie einiges an Schiffen verlieren. Vielleicht hat die Beldros ja Glück und die haben einfach die besseren Schiffe. Mit was kämpfen die da eigentlich? Aber Leute, seid ihr wirklich so dämlich, müsst so ein Scheiße machen, Alter. Die ganzen Schiffe, die dadurch verloren gehen. Warum bin ich der einzige vernünftig denkende Mensch hier? Hey, wir haben eine riesen Bedrohung im Norden der Galaxie, die uns alle vernichten könnte. Genau, lass uns unsere Flotten alle gegenseitig aufreiben, damit sie nur einfacher haben, uns zu vernichten. Super Idee. Das Interessante ist, ich glaube sogar die Beldros League gewinnt das. Einfach weil die Hierarchie so viele kleine Schiffe hat, die, naja, schnell tot sind. Der da hinten, ey. Flankenmanöver und tot. Ist sehr interessant, damit verliert die Hierarchie gerade ihre gesamte Flotte. Also ich denke mal zumindest, dass die gesamte Flotte Hierarchie war. Ja, wow, wenn die so schnell gegen eine theoretisch schwächere Flotte der Beldros die verliert, ich hätte die ja richtig rasiert. Ist der Rest aufgegeben oder? Ganz ehrlich, ich habe sogar wenig Verluste kassiert. Tactical Genius! Construction complete. Wie schaut es mit der Neuumwandlung aus? Dauert noch 5000 Tage. Okay, wir haben Zeit. Ich bin gespannt, was die Hegemonie hier gegen die Sagans zu leisten hat, aber ich habe so das Gefühl, die Sagans werden die auch zerreißen. Ich muss mir noch überlegen. Ich versuche halt meine Welten ein bisschen zu beschützen, auch wenn es nicht ganz so klappt. Aber im Moment kommen erstmal keine Überfälle mehr. Die Beldros haben hier oben wunderbare Arbeit geleistet. Construction complete. Dann sollen die Welten im Norden eigentlich safe sein, erst einmal. So, und wir bauen erstmal das Übliche auf hier. Noch ein Gouverneur ist gestorben. Alpha Centauri? Alles so. Baukosten, Raumschiffmodule. Klingt ganz interessant, wenn ich dann was bauen sollte. Na, wenigstens kann ich meine Verluste minimal halten. Habe ich irgendwas verloren? Ich glaube nicht, oder? Höchstens eine Korvette. Das interessiert mich nicht. Construction complete. Wir könnten ja eigentlich als Belohnung mal eine Welthierarchie jetzt angreifen. Ich meine, verteidigen können die sich gerade eh nicht. Leider kann ich in die Spyron State nicht einmarschieren. Dann soll ich direkt mal Hallo sagen und ihre Flotte auseinandernehmen. Ach, das ist ein Idiot, der Typ, ne? Hat nicht seine gesamte Flotte deswegen jetzt verloren? Ne, der hat noch ein bisschen was. Das ist ein Idiot, der Typ hier, ey.
Tut er wegen so einer kleinen Pupse. Vor allem, wenn wir nur einen Planeten haben, mehr nicht. Einen! Das ist nix! Warte, mach so einen Krieg raus. Oh, Alter, ey. Ich bin ja selber nicht der Typ für Kriege momentan, aber trotzdem. Achso, naja, da oben im Norden wieder. Das sehe ich nicht. Ah, was er da für einen Krieg von Zaun bricht, ey. Oh, geht gar nicht. Da muss eigentlich echt als Organ wieder ein bisschen anderweitig tätig werden und einfach mal, weiß nicht, mal wieder fett in die Kacke treten. Na gut, ich könnte einfach dauerhaft das Oberhaupt übernehmen und zu sagen, nö, geht nicht. Ja, ich weiß, ihr seid ziemlich schnell, was Migrieren da angeht. Insofern müssen wir da mal ein bisschen was machen. Gott, wie schnell die sich dahin migrieren, ey. Kann ich nichts gegen tun. Uff, sind sie da. Bauen wir erstmal die nötigsten Gebäude auf. Ja, die sind auch schon ganz fett an der Sache dran. Ich stell's mir gerade so vor, kommt irgendwann um die Ecke. Hey, ich hab gehört, die Erdlinge machen eine neue Kolonie auf. Was? Alle hin! So, und die Hauptflotte könnten wir wirklich mal... die Hauptflotte. Die ist... da. Miet erstmal Ilex. Dass ich nicht so viel miese mache, was Energie angeht. Momentan gibt es ja gerade keine Angriffe mehr. Insofern passt das ja. Aber holy shit, ey. Ist das... Arschlecken, was hat eigentlich mit meiner Flotte gemacht, die ich den Git zur Verfügung gestellt habe? Mit meiner Flotte, wo ist die? Der hat die in die Luft gejagt? Das waren meine Schiffe! Dafür habe ich Geld bezahlt. Und der jagt sie in die Luft. Der Typ! Alter, der Hassmeter ist gerade ein bisschen gestiegen. Ein bisschen. Der jagt meine eigene Flotte in die Luft, kriegt die Krise. Was haben wir hier eigentlich? Ein Down-Syndrom-Welt. Achso, es kostet ja... Stimmt, das kostet so viel. Okay, dann warte ich einfach damit. Der jagt meine Flotte in die Luft, kriegt die Krise, ne? Der letzte Mal verteilen, sie in den Tod zu schicken. Bist du des Wahnsinns? Bist du bescheuert? Willst du unbedingt Kacke machen? Warum machst du nicht hin mit deinem Scheißkrieg? 14%. Ja, währenddessen tut sich Sagan ist immer weiter... hochfressen. Flottenstärke ist erbärmlich. Das kann eigentlich nur bedeuten, er hat nichts mehr. Bündnis machst du ja nicht mehr. Warum hört niemand auf die Logik? Das da oben ist das Problem. Es wird nicht erst ein Problem, wenn sie schon die Hälfte der Galaxie erobert haben werden und dann denken, oh, vielleicht wird man etwas dagegen tun. Die könnten nicht ein bisschen stark sein. Woran das wohl liegen könnte, dass die stark werden könnten. Auf einer Skala von 1 bis 50.000. Wie dämlich ist die Aktion gewesen? Ja, richtig, 60.000. Was denn jetzt schon wieder? Achso. Construction complete. Aber es ist auch fies jetzt von Paradox gewesen, dass man nicht genau sehen konnte. Er hat jetzt ihn hier angegriffen, ja? Ich denke mir nichts dabei. Ich habe mir einfach so gedacht, weil ich es halt von IO4 auch so kenne. Du guckst dir halt in aller Ruhe an, was da so draufsteht. Aha, der macht da Krieg deswegen, will das und das alles haben. Ist er soweit okay, wenn er möchte. Okay, mache ich halt mit. Und auf einmal hast du so einen Riesenkrieg, wo du denkst, da hast du und hat mir niemand was gesagt. Auch wirklich niemand. Construction complete. Und das regt mich jetzt ein bisschen auf darüber. Das regt mich jetzt ein bisschen darüber auf. Das ist... Nee. Das ist scheiße, sowas. Das muss man fixen. Das wurde, glaube ich, schon gefixt von den Moddern dann. Aber trotzdem, das ist ein No-Go, Alter. Das geht doch nicht. Wie schnappig sind das gemacht, vor allem. Na gut, die führen den Krieg halbwegs erfolgreich weiter. Ich werde meine eigenen Grenzen weiterhin schützen. Und hoffe einfach mal, dass hier keine Scheiße mehr passiert. Wir machen mal Krieg, keine Scheiße. Dann machen wir das und das und das da. Und gehen wir dann dahin auch noch. Und dann machen wir das auch nochmal.
Und dann gehen wir die auf und sagen, nehmen Sie eine Scheiße, machen. Ein Erkundungshund hat auf Lombidus Prime eine verborgene Fabrik gefunden. Die Architektur ist auf den Grad ihres Verfalls. Der Grad des Verfalls zu lassen, ist eine Zivilisation zurückzuschließen, die sich vortrefflich mit dem Bau extrem habitabler Gebäude verstand. Unsere Völker konnten die Einrichtung problemlos zur Steigerung der kolonialen Produktionsleistung nutzen. Auf Lombidus Prime? Ich finde ja cool, wie es jetzt mal hier Hungertod gibt, ne? Ah, hier merkt man die Fabrik. 3-3. Cool. Under attack. Wie? Die hat ein Zeitfahrt aufgebaut? Was ist das denn? Gar nicht mal so weit weg von mir. Dieser Typ, ey, der hat jetzt eine neue Flotte aufgebaut. Oder seine Reserveflotte oder keine Ahnung was. Aber er macht meinen Wurm noch wieder kaputt. Du Pisser, und jetzt verpisst er sich wieder. Er geht runter. Er höchstwahrscheinlich wieder in seinen Sektor rein, nicht wahr? Welchen, wenn wir das Ding sehen könnte. Was hast du davon vor allem? Das stört mich nicht mehr, das nervt nur. Ja, wo will er wohin? Bestimmt wieder zurück in seinen Sektor. Und ich sitze jetzt hier und denke mir so, fuck this shit. Fuck the shit, I'm out of here. Hey, das Ding ist auch kaputt. Station under attack. Das ging sehr schnell kaputt. Leider wird er rechtzeitig wieder da sein. Was ist eine Frage, warum nippeln mir jetzt alle Gouverneure hier ab? Von Destiny? Construction ship under attack. Evading hostile fleet. Sieht durch, es ist 1,4K Flotte, irgendwo rumeiert. Das ist nicht euer Ernst, Alter. Der was? Die Arbeiter, die zum Betrieb des Mifkin Fabrik zum Lobbyus Prime zugeteilt wurden, sind verschwunden. Wir können neue Arbeiter losschicken, ihren Platz einzunehmen. Aber die Einrichtung bodengleich machen, damit so etwas nie wieder passieren könnte. State of... Was? Du bist kein Belgier? State of Belgium... Moment mal jetzt hier. Was ist jetzt hier genau los? State of Belgium, what the fuck? Wo sind die denn bitte? Oh. Was ist jetzt hier genau los? State of Belgium? Der Typ. Ja, die kenne ich ja. Die Joocon United Nations. Das ist nebenbei dieser fette Klumpen hier, der jetzt auch mit uns im Krieg ist, ja? Die Conference of Tindic hier und State of Belgium. Wo ist das? Wo ist das State of Belgium? Der ist jetzt mit uns am Krieg. Der hier auch. Ah, State of Belgium wird wahrscheinlich hier oben irgendwo sein, ne? Wahrscheinlich sein Untertan, nur sowas in der Art. Ja. Schön. Hm, noch ein paar Gegner dazu. Hm, ja, gute Idee. Mach's weiter so. Sind wir sicher, dass seine Flotte da ist?
Warte mal ganz kurz. Construction ship under attack. Evading hostile fleet. Hostile fleet engaged. Situation du Pisser. Updated. Du machst da keine Scheiße mehr. Jetzt bin ich so langsam, dass es Ines zu schnell wurde, wa? Laut meinen Scannern sollte er dort sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Am besten sollte ich meine Flotte einfach mal in die Nähe irgendwo hinbewegen, wo er erstmal bleibt. Nachdem sie in Merkmal Fabrik gearbeitet hat, ist eine zweite Gruppe von Individuen verschwunden. Glücklicherweise gelang es einem Arbeiter, uns die Aufzeichnung zu hinterlassen, in der er Fallen in der Fabrik beschrieb, in dem die arglosen Arbeiter zum Opfer fallen. Die Fallen sind deaktiviert worden und wir sollten die Fabrik nun ohne weitere Schwierigkeiten benutzen können. Trotzdem, egal was wir sagen, die Bevölkerung ist in unserer potenziellen Todesfalle nicht allzu glücklich. Wir können sich daran gewöhnen, was die zufriedene Bewohnbarkeit für minus 15% gibt für 24 Monate. Oder ein was? In die Absicht optimieren. Sicherheitsüberprüfte Alienfabrik. Was heißt denn das ist genau in die Absicherung? Ich meine, hier heißt es ja quasi nichts tun, hier heißt es ja quasi, wir wollen was dagegen tun, ne? Eigentlich will ich ja das machen, das Ding will ich ja genau untersuchen, bevor immer so eine Scheiße passiert. Was man eigentlich von vorne weg machen müsste. Aber minus 25% ist heftig. Scheiß drauf. Ich bin die Sicherheit. Ich bin die Sicherheit schlechthin. Ich will wissen, was ich da für eine Scheiße veranstalte. So. Jetzt haben wir also zwei kleine Hierarchieschiffchen auseinandergenommen. Hm? Der Typ gibt mir auf den Sack mit seinem Scheißkrieg, ne? Der braucht so lange dafür vor allem auch. Wozu brauchst du so lange? Du hast nicht mal mehr Feinde bei dir. Und ich sitze hier mit meiner scheiß Abnutzungspolitik hier. Mach bloß nichts, was den Feind erregen könnte, irgendwie anzugreifen. Und er hier denkt sich weiterhin, er ist mir noch überlegen. Shit. Ach, hier ist der State of Belgium. Der belgische Staat. Ja, ich würde auch so ein Geräusch machen, wenn ich ihn sehen würde, Alter. Dass sich die Belgier da oben hin ausbreiten konnten. Was ist das da, bitte? Ja klar, da ist gerade unsere Flotte abgezogen. Da machen wir jetzt hier schon wieder Blödsinn, nicht wahr? Evading hostile fleet. Nee, der macht weiter. Und wenn ich vermuten würde, hier. Nach hinten für Strike Force. Ich bin mir jetzt 100% sicher, dass er hier wieder ankommt. Zu 100% bin ich mir sicher. Und dann tue ich wieder die Reichweite von ihm unterschätzen. Ha, ich lag richtig. Jetzt ist die Frage, ob er weiter marschiert oder man Konzentration schon zerstören will. Evading hostile fleet. Nee, er zieht weiter. Tolle Lust. Wohin? Wie lange brauchen die? Das Wurmloch ist nicht so groß, Alter. Wir müssen ja alle Schiffe reinbekommen können.
hostile fleet engaged. Situation log updated. Nein, den kriege ich nicht mehr. Incoming transmission. Bleibt jetzt wieder. Nö. Was macht der da? Sich von meiner Nase verpissen, was sonst? Wisst ihr was, Leute? Das Katzen-Maus-Spiel habe ich jetzt keine Lust mehr. Wir beenden den Part hier und naja, im nächsten Part schauen wir mal, dass der Krieg endlich mal aufhört. Ich habe nämlich keine Lust mehr. Vor allem, weil sich hier wieder so eine kleine Pupsflotte beim Büro rumeiert. Ich habe keine Lust mehr auf diese Scheiße. Ach, natürlich, es kommen noch mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.